Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag und zur neuen Handelswoche, die heute gleich mit einem Blutbad an den Märkten beginnt. Anders kann man das kaum noch benennen. Es ging in den ersten Handelsstunden heute Morgen, sogar noch vor der offiziellen Eröffnung in Frankfurt, um fast 10% nach unten. Aktuell stehen wir bei minus 6,5%. Und die amerikanischen Börsen haben derzeit geschlossen. Die amerikanischen Future-Märkte haben derzeit geschlossen. Es gibt eine sogenannte Uptick-Rule. Wenn die Verluste zu groß werden, über Nacht vor allem mal bei minus 5%, dann frieren die ein. Dann sagen die so, Handel ausgesetzt, wir warten jetzt erstmal ab. Nur wenn es wieder nach oben geht, dann wird der Handel wieder aufgenommen. Ansonsten warten wir jetzt erstmal bis heute Mittag, 14.30 Uhr, offizieller Beginn ist. Und dann handeln wir wieder, je nachdem, wo die dann sein werden. Wer also hier nicht abgesichert ist, sondern hofft, sich absichern zu können, ja, der ist dann gekniffen. Gott sei Dank, wir sind grundsätzlich in dieser Phase voll abgesichert. Uns brennt hier nichts an. Ganz im Gegenteil, das läuft hier so wie zu erwarten, wie zu erhoffen war. Kommen wir kurz zu dem, was momentan hier passiert. Wir haben übers Wochenende eine neue Information aus Saudi-Arabien bekommen. Die haben den totalen Ölkrieg ausgerufen, wenn man so möchte, den Ölpreiskrieg. Man hat sich mit der OPEC nicht geeinigt, mit Russland nicht geeinigt auf Ölbegrenzungen. Aber der Hintergrund ist ein anderer, etwas, was wir in den letzten zwei Jahren immer wieder besprochen haben. Saudi-Arabien ist in größten finanziellen Schwierigkeiten aufgrund des ohnehin niedrigen Ölpreises. Die haben einen solchen Kostenfaktor, ihren Haushalt zu finanzieren. Sie haben ja kaum Industrie und sehr hohe Ausgaben. Das Königshaus Saud kauft sich faktisch die Gunst ihrer Bürger, indem sie von der Wiege bis zur Bahre durchfinanzieren. Sehr hohe Militärausgaben. Wir reden über hunderte von Milliarden Dollar, die da jetzt wieder investiert wurden in amerikanisches Kriegsgerät. Und je niedriger der Ölpreis, umso mehr geht in Saudis das Geld aus. Und da jetzt aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs in China und der Welt der Ölpreis immer weiter unter Druck kam, wir hatten letzte Woche schon darüber berichtet, Richtung 40 Dollar, ist in Saudi-Arabien nichts anderes als pure Panik. Denen geht das Geld aus, sie brauchen dringend Cash. Und was machen sie, wenn sie dringend Geld brauchen? Sie verkaufen irgendwas, was sie schnell zu Geld machen können. Und das, was Saudi-Arabien verkaufen kann, ist Öl. Saudi-Arabien fördert sein Öl so günstig wie kein anderer auf der Welt mit etwa 20 Dollar pro Barrel. Das ändert sich immer mal wieder leicht, aber so etwa 20 Dollar pro Barrel. Alle anderen sind wesentlich höher. Die liegen zum Teil bei 50, 60, 70 Dollar pro Barrel in der Förderung. Die Fracking-Industrie in den USA ist sehr teuer, aber die Saudis können, weil das Öl praktisch einfach so aus dem Boden raussprudelt, vereinfacht ausgedrückt, mit 20 Dollar produzieren. In der Konsequenz, dass sie sagen, okay, es ist vollkommen egal, ob wir den besten Preis erzielen, wir brauchen Geld. Also verkaufen wir raus, 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 Lagerbestände abbauen, alles, die Pumpen auf Vollgas und raus damit. Hauptsache, es kommen Dollars in die Kasse, damit wir hier überleben können. Was natürlich für den Rest der Ölförderer der Welt eine Katastrophe bedeutet. Mit entsprechenden Konsequenzen für die Ölwirtschaft und die daran hängenden Banken etc. Das heißt, was hier verrutscht, die Saudis haben am Wochenende gesagt, wir gehen nach unten mit unseren Preisen, wir geben massive Rabatte. Die Konsequenz ist, dass der Ölpreis heute Morgen um 25% einbricht. Aktuell sind wir noch bei minus 20%. Das sind Größenordnungen. Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube doch, beim ersten Ölkrieg hatten wir mal so einen Einbruch von 30%. Aber das ist momentan wieder eine Situation, die ist beeindruckend in ihrer Dynamik. Entsprechende Verwerfungen natürlich an allen Märkten, weil die Konsequenzen daraus katastrophal sind. Jetzt mag man denken, oh, da gibt es ja billig Öl, dann ist ja natürlich tanken billiger und das ist ja gut für die Industrie. Die Verwerfungen, die daraus existieren, entstehen für die Finanzindustrie, für viele Bereiche, die kann man nicht ansatzweise jetzt schon abschätzen. Das wird Kettenreaktionen haben, die zu Katastrophen in den Finanzmärkten führen werden und natürlich auch für die Wirtschaft führen würden. Was wir momentan sehen, das ist beim Öl sehen wir es ganz rapide und das werden wir sehen wir jetzt schon, wir werden es in den nächsten Tagen in anderen Bereichen sehen. Wir kommen in das, was wir 2008 erlebt haben, nämlich eine Liquiditätsklemme. Liquiditätsklemme bedeutet, dass sich die Banken über Nacht kein Geld mehr leihen, dass es dringend notwendig ist, Geld zu bekommen. Die Weltfinanzsysteme hängen davon ab, sich über Nacht riesige Summen hin und her zu leihen. Und die große Sorge ist, dass man morgen sein Geld von einem anderen nicht mehr zurückbekommt. Im Augenblick braucht jeder dringend Cash. Überall bleiben die Kunden aus, die Zahlungsströme bleiben aus, die Gehälter müssen bezahlt werden, die Konten gehen ins Minus. Das bedeutet, man braucht Geld. Die Unternehmen brauchen Geld. Die kleinen wie die großen Unternehmen brauchen dringend irgendwo Geld her. Den Banken geht es ähnlich. Schauen sich Italien an. In Italien waren die Banken bereits letztes Jahr
unter extremem Druck. Die standen kurz vor der Pleite, mussten immer wieder gerettet werden, obwohl wir noch starke Wirtschaft hatten. Jetzt haben wir in Italien einen Full-Stop der Wirtschaft. Ein großer Teil des Landes ist jetzt komplett von der Außenwelt abgeschottet. Wir haben einen völligen Zusammenbruch der italienischen Wirtschaft. Anders kann man das momentan nicht benennen. Die Konsequenz ist natürlich extreme Zahlungsausfälle für die Kredite der italienischen Banken. Das heißt, die italienischen Banken, es ist jetzt eine Frage der Zeit, der Tage aus meiner Sicht, wann wir die Meldung bekommen, wann welche italienische Bank die Flagge hebt. Inwiefern dann die italienische Notenbank, die EZB, hier noch eingreifen kann oder die Dimensionen so groß sind, dass es hier nicht mehr reicht einzugreifen, das werden wir dann beobachten. Also wir werden extremen Stress im Bankensystem bekommen, das sich natürlich durch die Dominoeffekte rund um den Globus ziehen wird, durch Europa fressen wird, durch systemrelevante Banken in Europa fressen wird. Und natürlich auch international. Entsprechende Abverkäufe hatten wir schon am Ende letzter Woche bei amerikanischen Banken gesehen. Die Banktitel auch in Europa waren massiv unter Druck, weil natürlich klar ist, dass die unter große Schwierigkeiten kommen. Und das ist natürlich auch etwas, was für Sie ganz persönlich elementar wichtig ist. Und das möchte ich jetzt wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Die Banken kommen in größte Schwierigkeiten und wir haben aus der Erfahrung, aus der Finanzkrise 2008 die Erfahrung gemacht, dass da nicht der Steuerzahler eingreifen soll, sondern man hat damals die Bail-in-Regeln verfasst. Das bedeutet, dass im Falle einer Bankenpleite oder dass die Bank in Probleme kommt, nicht der Steuerzahler in erster Linie zur Kasse gebeten wird, sondern der Sparer, der sein Geld bei dieser Bank hat, der Bank Geld geliehen hat. Denn Sie müssen daran denken, dass das Geld, was auf Ihrem Konto liegt, dass die Bank nicht darauf aufpasst, sondern dass es ein Kredit an ihre Bank ist, an diese Bank ist. Wenn Sie bei einer systemrelevanten Bank sind und die kommt in Schwierigkeiten, wird dieses Geld zur Rettung der Bank herangezogen unter gewissen Voraussetzungen. Und das ist eine Situation, in die wir jetzt mit guter Wahrscheinlichkeit in der nächsten Zeit, und das kann schnell gehen, hineinlaufen werden. Seien Sie sich darüber im Klaren. Ich habe Ihnen hier mal eingeblendet von der V-Bank den Hinweis. Ich lese Ihnen das vor, damit das auch vollkommen klar ist, über was wir reden. Hinweis zur Bankenabwicklung und Gläubigerbeteiligung, Bail-in. Als Reaktion auf die Erfahrungen in der Finanzkrise 2008 haben viele Staaten Regelungen erlassen, mit denen ausfallgefährdete Banken zukünftig ohne eine Beteiligung des Steuerzahlers geordnet abgewickelt werden können. Dies führt dazu, dass Anteilsinhaber und Gläubiger von Banken und im Falle einer Abwicklung an deren Verlusten beteiligt werden. Ziel ist es, die Abwicklung einer Bank ohne den Einsatz öffentlicher Mittel zu ermöglichen. Was heißt das konkret? Bei einer drohenden Insolvenz einer systemrelevanten Bank können Kundengelder eingezogen werden, heißt das. Oder in Aktien der Bank zu einem festgelegten Nennwert umgewandelt werden und dieser Nennwert kann dann auch auf Null herabgesetzt werden. Auch eine Klage hat da keine aufschiebende Wirkung und die Ansprüche des Aktionärs gelten erfüllt. Selbst wenn die Bank sich später erholen sollte, ist ihre Kohle weg. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein. Und davon betroffen sind erstmal nach jetzigem Stand alle Privatkunden und Firmenkunden, die Einlagen jenseits 100.000 Euro haben und bei systemrelevanten Banken geführt werden. Was eine systemrelevante Bank ist, das wird dann die Situation zeigen. Und im Ernstfall haften eben das Sparbuch, das Girokonto, das Fest- und das Tagesgeld, Sparverträge, Namensschuldverschreibungen und auch Liquidität auf dem Wertpapierdepot, die da nur geparkt ist. Und natürlich die Aktionäre der Bank. Also, hier kommt durchaus Risiko auf Sie persönlich zu, wenn Sie Konten haben bei den Banken, wenn Sie dort Geld liegen haben. Und jetzt gilt es durchaus, sich darüber Gedanken zu machen, wie geht man damit um, wie bereitet man sich auf die Situation vor. Eine Verteilung der Gelder ist das eine Thema, aber jeder muss für sich entscheiden, wie er mit der Situation umgeht, wie er hier die Risiken einschätzt. Sicher, vielleicht geht alles gut, vielleicht retten die Notenbanken alles nochmal, drehen alles wieder ins Positive. Aber im Moment kommt hier etwas auf uns zu, was mit einer sehr großen Sorge versehen ist. Und ich möchte an der Stelle, und ich sage das jetzt mit aller Klarheit, mir ist es vollkommen egal, ob jemand bei mir im Fonds Geld anlegt oder nicht. Ich habe genug, ich brauche nicht mehr und ich werde den Teufel tun, ich habe das noch nie gemacht, irgendetwas zu tun, nur um Leute zu überzeugen, damit sie bei mir Geld anlegen oder sonst was. Sage ich, geht woanders hin, macht was anderes. Aber ich kann es Ihnen nur sagen, dass die Arche, der Fonds, genau für die Situation gebaut wurde, die wir jetzt erleben. Ich musste mir über Jahre lang, Häme anhören, weil wir zu sehr auf Sicherheit setzen. Aber ich habe gesagt, ich erwarte genau eine solche Situation und ich möchte durch eine solche Situation gut durchkommen und dass mein Geld und das der Anleger durchbekommen. Durch solche Situationen, durch Bankenschwierigkeiten, durch einbrechende Märkte Stabilisierung zu halten. Der Fonds hat seit Beginn dieser Krise nichts verloren. Wir sind auf dem gleichen Stand, wie wir gestartet sind.
Und das möchten wir auch beibehalten. Wir sind voll in Aktien investiert und wir sind voll abgesichert über die Futures. Und auch wenn die Märkte, die Future-Märkte geschlossen sind, diese Futures sind Verträge auf Gegenseitigkeit, irgendwo machen die wieder auf und dann werden die Aktien genauso tief sein, wie die Futures hoch sind oder umgekehrt. Das bedeutet, wir haben diese Sicherheit, wie wir sie maximal haben kann. Restrisiken gibt es immer und überall, aber wir haben alles abgedeckt, was man hier abdecken kann, nach unserem Eingeständnis, nach unserem Sicht auf die Dinge, und das funktioniert momentan sehr gut. Deshalb, wir sind in diesen Aktien, ich habe mein eigenes Geld und selbst das Geld meiner Firma in diesen Fonds investiert, weil ich sage, ich habe hier das Geld sicher, ich habe es, soweit man es sicher sagen kann, ich habe es hier in Sachwerten, in Aktien der besten Unternehmen der Welt, die es auch nach der Krise wieder geben wird, und wir haben sie in Zeiten dieser Krise voll abgesichert gegen Kurseinbrüche. Und genau das funktioniert momentan. Wenn die Bank, bei der dieser Fonds liegt, pleite gehen sollte, dann sind die Aktien immer noch da, dann wird dieser Fonds, dieses Depot auf eine andere Bank, irgendeine wird es ja wohl noch geben, übertragen. Und die Aktien sind immer noch da. Das Cash auf dem Konto wäre dann nicht mehr da. Auch das Geld im Fonds wäre nicht mehr. Das Cashgeld im Fonds wäre dadurch gefährdet. Deshalb halten wir so gut wie keine Cashreserve. Alles, was wir an Geld reinbekommen, wird sofort wieder in Aktien investiert. Ganz, ganz wenige einstellige Prozentsatz an Cash, die immer mal im Laufe des Tages reinkommen, bis sie dann wieder ein paar Stunden später investiert werden. Ansonsten halten wir hier so gut wie keinen Cash, um immer in Sachwerten zu sein und die abgesichert zu haben. Das ist unsere Variante, hier bestmöglich durchzukommen, auch für den Fall, dass eine Bank, selbst unsere eigene, in Schwierigkeiten geraten sollte. Und ich kann nur sagen, wer sich dafür interessiert, schaue sich's bitte an. 100% Garantie kann niemand geben, aber diese Arche ist dafür gebaut, durch eine Sinnflut zu schwimmen, und im Moment schwimmt sie sehr gut und wir sind gut unterwegs und hochkonzentriert momentan dabei, dieses Schiff zu schwimmen. Wie gesagt, mir ist es vollkommen egal, aus eigenen Interessen heraus, ob sie da investieren oder nicht, ob sie das machen oder sich andere Dinge suchen, die vielleicht Ähnliches können, machen sich schlau, aber kümmern sich um ihr Geld, kümmern sie sich um ihre Situation. Wir haben eine extrem außergewöhnliche Situation mit hohen Risiken, und zwar eine Situation, wie wir sie in dieser Form noch nie hatten. Wir haben momentan ein extremes Spannungsfeld, parallel und gleichzeitig, für die Weltfinanzsysteme, für die Weltwirtschaftssysteme, für das Weltgesundheitssystem und damit auch für die öffentliche Sicherheit. Also eine Situation, wie wir sie in dieser Form meines Wissens in den letzten 100 Jahren nicht hatten. Nehmen Sie das bitte ernst, ohne, Panik ist immer der falsche Begriff, ohne zu übertreiben, aber konzentriert arbeiten, so wie ich es im Buch Machtbeben gesagt habe, in der Situation Ruhe bewahren, konzentriert vorangehen, sein Schäfchen trocken halten, Sicherheit voran und dann die Chancen suchen, wenn das Spuk durch ist. Aber wir sind erst am Anfang des Spuks. Lassen Sie sich jetzt nicht erzählen, das sind gute Kaufkurse, jetzt muss man reingehen. Denken Sie an die Leute, die Ihnen in den letzten Tagen, in den letzten anderthalb Wochen gesagt haben, kaufen, kaufen, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Kaufen Sie ETFs. Meine Damen und Herren, wer in den letzten Monaten ETFs gekauft hat, diese automatischen Indexfonds, der hat hier 20%, 25%, 30% Verlust momentan auf der Uhr stehen. Herzlichen Dank an die, die Ihnen das empfohlen haben, in diesem Casino hier noch voll ins Risiko zu gehen. Also bitte achten Sie darauf, gucken Sie, was Sie momentan mit Ihrem Geld machen, gucken Sie drauf, wie Sie persönlich hier sicher durchkommen, passen Sie auf sich auf, ich versuche Sie hier bestmöglich informiert zu halten und hier von der Brücke aus der Arche hier versuchen, dieses Schiff hier durchzuschwimmen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen trotz allem einen glücklichen Tag, eine glückliche Woche, bis morgen.